Feierabend. Machen wir mal zumindest hier so weit zu. Und den Rest können wir ja eigentlich lassen. Dann kann man da drin so ein bisschen überprüfen. Wobei, wie ich gerade sehe, das sind halt die Fasanen, ne? Ich muss offen und ehrlich sagen, wenn ich die so drauf mache, gefällt mir das besser. Die gucken eh auch da so ein Stück raus. Ich glaube, da habe ich eh nur Fassaden genommen. Weil ich dann gesagt habe, oh nee, ich lasse das lieber so. Warum auch immer. Na. Der switcht hier aber auch fleißig rum, wie er es gerade will. So. Jetztle. Ist die Frage. Die Schiene macht mir halt ein bisschen Sorgen. Also, ich kann hier mal die Track hier irgendwo aufbauen. Dass man das mal sieht, wie die funktioniert. Züge, die halt so fahren, fahren nur so. Und Züge, die halt nur so die Richtung fahren, fahren nur so. Die können hier nirgendwo anders abbiegen. Also in der Richtung, wo sie unterwegs sind, fahren sie. Das wäre hier vorne natürlich super optimal, weil da bleibt ja immer das Kart stecken, bei diesen schönen Oakwood-Bäumen. Allerdings, ich glaube, da brauche ich Signale, weil ich Schiss habe, dass mir diese Karts sich dann gegenseitig in die Karre reinfahren, wenn sie hier mal dummerweise den Weg kreuzen, ne? Und ich muss unbedingt wieder mal die anderen Gleise mitnehmen. Genau, weil jetzt hier dieser Baum blockiert das Ganze. Was ich überlegt habe, was hier eigentlich auch rein theoretisch gehen müsste. Na. Wenn ich... das war fast klar. Habe ich dort eigentlich noch normal dabei? Nö, nur den da, wenn ich ihn aufnehme. Wenn ich das blockiere. Ist halt die Frage. Wäre halt hässlich. Wenn ich es runterfahren lasse, müsste ich es halt da vorne auch machen. Dann bräuchte ich die Signale dafür. Da fehlt ein Pfosten, sehe ich gerade. Sag mal, wir hatten da Pfusch am Bau betrieben. Gibt's ja gar nicht. So, ich wollte hier mal gucken, wegen den Hoppern. Nö, ich sehe da keinen, aber einen Haufen Wittenpalps, aber das ist mir jetzt egal. Hauptsache Tin ist hier drin, das ist auch sehr schön. Da kriege ich sie eh nicht rein, da kriege ich sie auch nicht rein. Schlafen geht nicht. Gut. Ist das jetzt zwar nicht, aber da ist noch eine Kiste. Nö. Wo habe ich meine ganzen Hopper hin? Ich hatte 10 Stück davon. Da war jetzt keine Kiste drin, oder? Auf der Suche nach den Hoppern. Wenn ich dran denke, werde ich den Part auch so nennen. Ja, komm, hau ab. Du hast keinen Strom mehr, gell? Ja, interessiert mich jetzt auch nicht. Die Saplings müssen natürlich hier noch reingebracht werden. Bekommen die eigentlich schon Strom? Nee. Lalalalalala. Könnten wir auch noch fix angehen. Nee, jetzt machen wir erstmal die Quarry. Das ist wesentlich wichtiger, weil ohne Kupfer bin ich schon bald aufgeschmissen. Und jetzt wird es eh dunkel. Das ist dann auch gut. Da unten war auch keine Kiste. Die Kiste unter den Extrudern zählt nicht. Mensch, was hab ich jetzt hier? Energielevel sieht doch okay aus. So. Dann hört es auch auf zu regnen. Dann bin ich einmal heilfroh. Regen in Minecraft. Es gibt nichts Schlimmeres, wie ich finde. Naja, außer sterben. Aber sterben ist allgemein immer eine blöde Angelegenheit. So. Können wir den ganzen Schmutzen auch gerade mal loswerden. Der leuchtet, das ist wichtig. Nach, wenn wir wieder da sind, können wir nämlich mal den, na, Füllstatus dort unten überprüfen. Von unserem Dingensgerät, Biogas.
wie es da aussieht. Ich hoffe doch richtig gut. Ansonsten wäre das ein bisschen schade. Und ich sollte vielleicht das Schwert abschalten. Ja, ich sehe es. Das ist ein bisschen blöde. Einmal dran hängen bleiben, dann geht das an. Und danach verbratet es halt doch einen Haufen Energie. Mist. Das kann weg, das kann weg. Und das und das. Und hallo, Utwin. Und das da. So, so und so. ja, ja, ich sehe das schon, Wetter, Herr Utwin. So. Ich weiß gar nicht, sieht man das, wenn das hier aufgenommen wird? Das ist das erste Mal. Ich habe es ansonsten Steam, wenn ich laufe, zumindest das mit den Kommentaren habe ich immer abgeschalten. Allerdings musste ich letztens Steam neu draufziehen. Und ja. Gut. Das ist natürlich gerade sehr professionell, ja, ja. Vor alledem danke, dass jetzt die Taskleiste hier mit angezeigt ist. Was für ein Scheiß. Muss ich jetzt gleich die Aufnahme überprüfen oder was ist los? Oh, wäre ärgerlich. Wenn nicht, dann ist jetzt ein Rand da. Dann müsst ihr sagen, danke und vielen, vielen herzlichen Dank. 2 Zentimeter weniger Minecraft zu sehen. Bei dem voll blöden Kabu. So, hauen wir mal die Queries weg. Am besten damit, dann geht's ein bisschen fixer. Ender Chest her, du auch. Und bei dir brauche ich dich jetzt wieder. Na, Werkstatt, ich weiß. So, jetzt löst sich langsam aber sicher das Gestell auf. Gut, für all diejenigen, die nicht wissen oder noch nie gesehen haben, wie man sowas aufsetzt. Man braucht pro Query 3 Landmarks und man braucht, ne? Na gut, man braucht nicht eine Redstone Torch, aber ich sag mal für zählfaule Menschen. Für zählfaule Menschen ist das das Richtige. Ist das einfach einfacher Mensch. Also ich meine, ansonsten hat der Kerl kaum Zeit in letzter Zeit, ne? Aber dann bei solchen Sachen. Ist das nicht herrlich? Ja, ich liebe es. Was für mich bedeutet, in nächster Zeit werde ich Steam wieder mal pausierend lassen. Das ist so ein Ding. Sprich, ich setze die beiden Queries jetzt fix auf und dann gucke ich mal nach, was er denn überhaupt will. Borderlands 2, ja, ist schon klar. Also wenn man das jetzt natürlich noch nicht gelesen hat, was er wollte oder gesehen hat, dann ist das jetzt natürlich... Ist egal. Okay, wir brauchen als erstes ein bisschen Material, weil ich hier die Kanten unterschiedlich habe, was eher schlecht ist. Und ich hoffe, die Creeper, die dort sind, sind mir gut gesinnt. Und ich möchte gerne in diese Richtung gehen, weil in der Richtung habe ich einen Vulkan und da ist dann wieder Lava und das ist immer blöde. So, ich würde sagen, wir fangen hier an. So. An der Stelle. Perfekt. Okay. Man setzt einfach eine Landmark und eine Redstone und dann kommen diese netten blauen Pfeile heraus. Die gehen in alle Richtungen, was natürlich eine tolle Angelegenheit ist. Diese Pfeile, diese Linien sind genau 64 Block lang. Arschgesicht. So, und das hilft uns halt, weil eine Quarry kann maximal 64 Blöcke lang sein, abbauen. Das ist natürlich von Vorteil. So, und hier endet das ganze Teil. Also setze ich hier eine Quarry hin. Und ich höre Hühner und das ist eine ganz schlechte Sache. Ich baue meine Quarries nämlich gerne unterirdisch auf, ne? Weil diese Löcher brauche ich nicht oben an der Landschaft. Hey, Wahnsinn. Ja, wow, geil. Hallöchen, Kollege. Was hast denn du Schönes? Goldenen Apfel. Danke sehr. Oh, Protection. Yeah. Danke sehr. Da du leider gleich vernichtet wirst, mache ich das. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Also ich habe gesehen, dass meine Quarry schon ein, zwei Spawner da ausgegraben hat. Das merke ich immer, wenn ich Bücher finde. Aber okay.
So, und dasselbe ist dann halt in diese Richtung. Und da graben wir uns jetzt halt gerade mal durch. Da, 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 da. So. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Lalalala. Das Schöne ist, also da, wo die Linie ist, ist dann auch der Rand der Quarry. Also ist eigentlich das Innenmaß, also das Ausmaß ist 64 auf 64, innen dann halt 62 auf 62, ne? Klingt logisch, glaube ich, einigermaßen. So, dann gucken wir mal. Und wir sammeln hier auch ein paar Ressourcen ein. Das ist gar nicht so schlecht, weil ich sammle ja nicht mehr alles. Und das kann man dann natürlich über die Void Pipe dann gleich sagen. Hier, komm, schmeiß mal weg den Scheißdreck. Jetzt ist natürlich die Frage, die, wie viel seht ihr davon und wie viel nicht? Das ist ja bei YouTube leider so, dass Minecraft, oder wenn es dunkel ist, allgemein das Ganze verdunkelt wird. Okay. Da ich auch in diese Richtung dann gleich noch muss, machen wir das mal so. Jetzt setze ich die hin. Und da vorne ist dann wieder mal ein Creeper. Eigentlich hätte ich die zweite auch gleich setzen können, aber okay, da hätte ich jetzt nachdenken müssen. Wir können die Torch wieder entfernen. Hauen das an und jetzt haben wir hier diesen roten Markierungsbalken. Den kann ich jetzt benutzen, zum Beispiel für einen Filler oder für einen Builder oder für eine Quarry. Was schmeiße ich jetzt weg? Im Moment das da. Und das Schwert mal aus. So. Setze ich jetzt die Quarry, gibt es zwei Möglichkeiten, was passiert. Entweder A, es klappt, oder B, ich muss einen Relog machen. Weil die Dinger sind leider ein bisschen verbuggt. Wir hauen es hin. Man sieht, diesen gelb-schwarzen Rahmen haben wir bekommen. Die Landmarks fallen ab, man könnte sie jetzt einsammeln. Das sind Redstone Torches mit einem Lapis oben drauf. Also, ihr glaubt doch nicht, dass ich die Dinger wieder einsammle, oder? Bin ich arm oder was? Ich hab Kupfermangel, nicht Redstone oder, oh, das ist auch wichtig. Oder Dingensmangel, Dings halt, ne? Ich hab Kupfermangel, nicht Lapis und Redstone. So, das habe ich gesucht, das Wort. Wir steuern die schon mal an. Dann sieht man das einfach mal. Wenn ich die jetzt so aufsetze, diesen Bereich, diese vier Blöcke, muss die Quarry jetzt erstmal wegräumen. Die Ressourcen gehen mir verloren. Wenn ich das unterirdisch mache, wenn ihr das oberirdisch macht, zieht die da halt einen Rahmen. Aber wie schon erwähnt, ich mache das gerne unterirdisch. So, da ist dann die nächste Quarry. Dann setzen wir hier einfach das dorthin. Ich mache das gerne ein bisschen umständlich. Gebe ich zu. Die White Pipe machen wir oben drauf und unten drunter das da. Also zwei Quarries habe ich einfach für mich festgestellt, ist das Beste. Jetzt schauen wir uns das an. Nach Weiß schicken wir Cobblestone, schicken wir Gravel. Das schmeißen wir gleich mal weg. Das schmeißen wir weg, das schmeißen wir weg. So, jetzt haben wir hier wieder eine Landmark und da ist eigentlich dasselbe in grün. Wir setzen wieder unsere Landmark hin. Deswegen sagte ich eigentlich eben, das war ein bisschen blöd, ich hätte die zweite gleich setzen können. Solange die nämlich nicht auf einer Linie ist, verbindet die nicht. Also die verbinden, die Landmarks verbinden sich nur, wenn es logisch ist, ein logischer Weg. Die hätte sich also von Anfang an von dort nach dort nach dort verbunden. Anders, da geht's nicht. Und komm, lass mich mal durchrennen hier. Da bleibt es an irgendeiner Acke hängen. Und schwupps. Naja. Toll, super. Creeper. Na. Komm, rauf. Hier. Oh, sag mal. Zu blöd für alles oder was gerade? Weg da. Stehst du so im Weg, du Creeper. So. Hi! Das war jetzt aber gerade strange. Und die Fackel, mit der ihr startet, darf sich niemals so ausrichten. Also sprich, ihr müsst anfangs immer gucken, dass die Fläche frei ist und dass die Fackel so steht. Wichtig. Entweder A, es ist ein Bug oder
Das muss halt so zu 100% sein. Aber wenn sie so steht, könnt ihr euch immer davon ausgehen, es klappt. So, und hier setzen wir jetzt die zweite Query hin. Machen hier dasselbe wieder. Und gehen. Ja, am A hängt der Hammer, denn so würde jetzt die Query alles machen, nur nichts Richtiges. Und euer Minecraft würde irgendwann abstürzen, weil hier drin 50 Milliarden Ressourcen sind. Ihr müsst das Ding noch richtig einstellen und ich stelle gerade fest, der Screwdriver ist mal wieder drinnen. Ah, das ist so blöd. Komm, mach. Wrench, so. Auf, es geht hier rein. Der ganze Schrott geht nach oben. Da fällt mal ein. Wir könnten noch diesen Quarz reinschmeißen. Dort können wir auch noch reinschmeißen. Und jetzt bin ich halt froh, dass da noch Wasser drin ist. Normalerweise sorge ich immer dafür, dass das Wasser weggeht. Ist eigentlich sehr interessant, ab und an zu sehen, wie viele Wasserblöcke dafür sorgen, dass das Ganze am Leben erhalten wird. Nun gut. Und ja, jetzt fängt dann halt eben die Query an, eben entsprechend. Vielleicht sehen. Ah, wir sehen es auf der Minimap. Pass es mal auf. Wir beobachten das gerade mal. Tja, und jetzt fängt die an. Macht das hier alles weg. What the heck? Warum war denn da. War ich da oben schon mal drin? Irgendwie? Ja, das kann gut möglich. Ah, ja, okay. Da war ich dann wohl schon mal unterwegs. Ich habe da gerade noch eine andere Ressource gesehen. Die können wir erstens mal gerade uns holen, weil Kupfer haben wir ja so oder so Mangel. Nehmen wir mit. So. So. Sehr fein. Und ja, das holen wir uns auch natürlich noch. Die Sachen gehen halt alle verloren. Damit müsst ihr dann halt leben. Dafür habt ihr halt an der Oberfläche überhaupt keine Löcher und dann sieht eure Welt auch nicht aus wie ein Schweizer Käse. So. Und den Rest schmeiße ich gerade mal wieder weg. Weil, wer braucht das schon? Na, die lösen sich halt nach einer Zeit lang auf. Sind ziemlich hartnäckig zu zerstören, wie was ich ein bisschen blöde finde. Und ja. Nein. Ich bin zu blöd zum Latschen. So. Und wenn man dann halt hier oben drüber läuft, ja, weiß man von all dem gar nichts, was hier unten so abgeht, ne? Das ist das Tolle daran. Das Einzigste, wo ihr aufpassen müsst, und das ist nämlich das Problem, das ich hier hatte, dass natürlich Sand runtergekommen ist und Wasser. Also ihr müsst so ungefähr, sag ich mal, nach 20, 30 Minuten, habe ich eigentlich die Energie eingestellt. Ich meine, die arbeiten ab. Ja, aber war das jetzt doch die Restenergie? Nee, Grasenergie kann das nicht sein. Jetzt überprüfe ich es trotzdem mal. Ich habe vergessen, um Brot zu machen. Ah, ja. Arbeiten für Blade, ne? So, aber ihr müsst eh nach einer Zeit lang nämlich hier in dieser Quarry nochmal vorbeigucken, wenn ihr es so unterirdisch zumindest aufbaut. Aber ich denke schon, dass ich hier Energie eingestellt habe. Ja. Auch auf Sand. Only. Okay, sehr schön. Kann nichts passieren. Ich meine, sie kriegt ja keine Energie oder er erzeugt ja dadurch keine Energie. Ihr müsst halt nur gucken. Also ich mache das meistens so, dass ich eigentlich so in der Nähe warte. Dann gehe ich allerdings auf Peaceful, was ich jetzt allerdings ja nicht mehr machen kann. Und jo. Lasst das laufen, weil wenn Wasser von oben runterkommt, dann habt ihr einen Wasser Source Block und das kann das Ding nicht entfernen. Und irgendwie habe ich hier gerade Frame-Einbrüche bis zum geht nicht mehr. Keine Ahnung, woran das liegt. Was wir jetzt noch machen, ist fix nochmal in die Festung gehen, überprüfen, was die Energie macht. Und dann überprüfe ich, was der andere da von mir wollte. Von der andere. So. Und dann würde ich sagen, können wir das nächste Mal. Ja, ich würde fast sagen, wir machen das nächste Mal wieder so eine kleine Erkundungstour. Entweder solo im Twilight. Twilight Forest. Oder wir kümmern uns um irgendwelche Schönheitsbauten hier unten mal, weil es ist viel Arbeit. Da könnte ich euch auch direkt mal mitnehmen. Wir brauchen Lava, das könnten wir auch angehen. Also Arbeit hätten wir ohne Ende.
Und wir produzieren Biomass immer noch. Wir produzieren Biomass immer noch im Minus. Ich kann mir keine weiteren Anlagen leisten aktuell, was schlecht ist. Das Einzigste, was wir gerade mal überprüfen könnten. Na, das ist ja das, was. Ich meine nicht, dass ich jetzt Schiss hätte, da zu sterben. Also ich würde sterben, wenn ich da unten hingehe. Ich meine, würde ich da aber zu langsam klicken und so. Ich produziere 100 MJ für Queries gerade. So. Houston, ich verstehe das nicht wirklich. Verbraten die so wenig MJ? Warte mal, die geben eh keine Energie ab. Das ist strange. Der kriegt doch gar nichts mehr. Ist EU wirklich so ein ressourcenverbrauchendes Gedöns oder was? Lego mio. Das ist jetzt. Das ist wieder was, was ich jetzt gerade nicht verstehe. Pass mal auf. Also diese Leitungen speichern Strom. Diese Energy Conduits speichern Strom. Die will ich eh woanders da haben. Weil aktuell nutzt mir das eh nix. So das System, ne? Das ist ja mal klar. Ich mache schon alles richtig hier. Gut, aktuell verbraucht die Quarry nicht so viel Strom, wenn sie das Gerüst aufbaut. Ich glaube, da frisst die nicht 55 MJ. Aber trotzdem, ich habe hier null Verbrauch von Biomass. Und hier drüben wegen 32 lachhaften Generatoren natürlich den Totalverlust. Gut. Das ist nicht. Ich glaube, das war der da. Sand. Nee, Receive natürlich only. Was wir mal machen, ist jetzt folgendes. Und zwar hau ich mich mal ganz kurz an den Tank mal mit ran. Knapp daneben ist auch vorbei. Und zwar Biostrom. Receive only. Nee. Das werde ich wahrscheinlich in 1000 kalten Wintern noch falsch machen. Sand only. Jetzt müsste der hier auch einiges verlieren. Dachte er. Gut. Willkommen in der Welt meiner Probleme. Ich bin leicht überfüllt, nur leicht. So. Mal Asyl.
gehst darauf. Liquid Tesseract da rein. Du, wie gesagt, Biostrom, Sand Only. Kann auch sein, dass ich da den Haken vergessen habe zu setzen. Da bin ich mir nämlich jetzt nicht mehr so sicher. Und dann schauen wir das gerade mal nach. Hier müsste ich rauskommen. Auf alle Fälle. Na. Kann jetzt natürlich sein, dass der hier eher alles raussaugt, wenn der leer ist. Dann sagt, okay, pass mal auf. Ach, guck an. Es wird nicht mehr, es wird nicht weniger. Es bleibt. Okay, das müssen wir auch mal beobachten. Und er wird weniger jetzt. Deutlich. Ja. Was bedeutet, wenn wir genügend Kupfer haben, werden wir auf der anderen Seite nochmal jede Menge Fermenter aufbauen. Weil Appetite und so ein Zeug, das ist eigentlich alles überhaupt gar kein Problem. Ich packe jetzt nur die Redstone Conduits da mal weg. Die wollte ich ja eigentlich für die andere Seite haben. Für Verschiedenes. Das heißt für Verschiedenes, einfach für warum habe ich eigentlich Pistons dabei? Für die Queries hätte das werden sollen, weil die andere Seite hätte eigentlich nur Strom only für Dings bringen sollen. Laser und was ich sonst noch so brauche, Bienen, weil die eine Seite langt nicht. Wenn das ist, gut, ich brauche eher erstmal Royal Jelly, dass ich mit den Bienen überhaupt was machen kann. Aber ich bin derzeit auf einem sehr guten Wege, glaube ich, dahin. Wenn ich denn da mal was machen würde. Problem ist natürlich, ich möchte jetzt dann zurzeit auch nicht off-cam spielen, weil ich natürlich das Energieproblem zusammen mit euch machen möchte. Und da bin ich natürlich immer wieder in dieser schwierigen Situation. Mache ich nichts. Toll, super. Falsche Tasche. Gott, ich bin blöd. Jetzt kann ich die warten, bis sie hier oben irgendwann ankommen. Ich wollte die noch da reinmachen. Ach, Mann. Das Leben ist echt manchmal kein Zuckerschlecken. So. Die kann ich da rein. So, sehr schön. Nein, weil es nützt ja nichts, wenn ich jetzt dann 2-3 Stunden lang wieder an meinen Bienchen herumspiele. Das könnte man falsch verstehen. Dann habe ich natürlich das Problem. Goldener Apfel. Dann, genau, dann das Problem Goldener Apfel. Wow, der bringt ja viel. Ah, hat er so einen Regenerationseffekt oder was? Nö. Okay. Dann verstehe ich. Das hatte ich auch das letzte Mal, wo ich ja zu schnell rausgenommen habe, diese Fragmente. Dann bekommt dann aber hier nur so eine Anno-Theory raus. Wir werden das nächste Mal ein bisschen forncraften. Denke ich. Wir werden schauen, was dieser Fluxfilter ist und das Gerät noch zusammenbauen. Das werde ich hier nicht effektiv aufbauen können, aber egal. Und ansonsten schauen wir, dass wir das Energieproblem natürlich in den Griff bekommen. Wir brauchen dazu natürlich auf jeden Fall als allererstes mal genügend Kupfer, damit wir uns weiter Bronze leisten können, um die letzten Fermenter zu machen. Ich werde mir noch überlegen, ob ich das mit den Weichen, wie ich euch gezeigt habe, wirklich so machen möchte, dass ich diese Brücken wegmache. Ich finde die auf der einen Seite ganz cool, auf der anderen Seite, wenn natürlich die Cards da und hängen bleiben, ist es eher schlecht. Jetzt weiß ich, was ich noch oben aus dem Lager wollte. Eigentlich so ein bisschen Fermenter, nein, Fertilizer, Appetite. Appetite, ich habe es, Appetite. Appetite wollte ich. Dann müssen wir uns natürlich überlegen. Ich denke mal, die zwei Farmen sollten langen, die zwei Baumfarmen, so zusätzlich, dass wir hier wieder die anderen Farmen zum Laufen bekommen. Dann ist da natürlich die Frage, welche Farm oder was für Farm möchte ich dort hinhaben.
Ich werde wahrscheinlich wieder Brot anbauen, beziehungsweise Getreide anbauen und Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Das sind aktuell Kartoffeln. Okay. Und wie wir das dann halt laufen lassen, eigentlich hätte ich die gerne dann hier hinten aufgebaut, das Ganze nochmal zu Holz, aber ich vermute einfach mal, das wird jetzt dann ein bisschen zu viel sein. Wobei, Platz hätte ich ja noch. Und es ist ja nicht so, dass mir der Platz hier jemals ausgehen würde. Mir geht eher die Zeit aus, bei der, die mir noch bleibt. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe doch sehr, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Minecraft Feed the Beast. In diesem Sinne, Baba!